Wir können mit dem Pumping Grammar für kontextfreie Sprachen zeigen, dass eine Sprache nicht kontextfrei ist. Wir können mit dem Pumping Grammar nicht zeigen, dass eine Sprache kontextfrei ist, weil, wenn sie kontextfrei ist, dann ist sie Pumper. Das heißt, sie kann auch Pumper sein, wenn sie nicht kontextfrei ist. Aber wenn wir zeigen können, dass sie nicht Pumper ist, dann kann sie auch nicht kontextfrei sein. So, und wie wir das zeigen, ist durch einen Widerspruchsbeweis. Das heißt, wir machen die Annahme, dass also dass die Sprache kontextfrei ist. Und ja, ich werde hier ein bisschen mitschreiben, aber ich werde nicht den Beweis komplett hier aufschreiben, weil das Schreiben viel zu lange dauert. Ich schreibe das hier ein bisschen verkürzt auf. Also, wir nehmen an, dass die Sprache kontextfrei ist und versuchen zu zeigen, dass sie Pumper ist. Und wenn sie halt nicht Pumper ist, dann kann sie auch nicht kontextfrei sein. So, wenn sie kontextfrei ist, dann gibt es ein n größer gleich 0. Dieses n, das ist eine Konstante in dem Pumping Lemma und das hat nichts mit diesem n hier oben zu tun, weil das hier ist der Parameter, der sagt, dass hier die Anzahl der Zeichen hier gleich sein soll und das hier ist die Konstante aus dem Pumping Lemma. So. Aber jedenfalls, wenn die Sprache Pumper ist, dann gibt es irgendein n größer gleich 0. Wir wissen nicht, welches das n ist. Es könnte beliebig groß sein oder so. Wir müssen einen Beweis so führen, dass es für alle Wörter gilt. Also wir sollen sagen, zeigen hier. Also es gibt hier dieses n größer gleich 0. Und dann soll gelten, dass jedes Wort z aus der Sprache l, das soll jedes Wort, das länger ist als dieses n. Und für jedes Wort, das diese Bedingung erfüllt, soll es diese Aufteilung geben. Also wie gesagt, ich habe das in dem Intuitionsvideo so ein bisschen gezeigt, wie das so funktioniert. Also auf jeden Fall, es muss für alle Wörter gelten, die größer sind als dieses n. Aber dieses n ist mir nicht bekannt. So. Und ja, wie kriege ich das hin, dass ein Wort z immer größer ist als n? Ich kann da schlecht sagen, hier z könnte sein a, a, b, b. Aber vielleicht sage ich auch, dass n nicht. Ja, vielleicht kann ja n auch 10 sein oder 100 oder so. Das soll halt für alle n gelten. Und dann mache ich hier einen kleinen Trick. Dann sage ich halt, dass z das Wort ist, das a hoch n, b hoch n, c hoch n ist. Und ja, das ist der Trick dabei, weil es ist jetzt mir egal, welches n das hier ist oder wie groß dieses n ist. Wenn ich sage, dass wir immer so viele A's und B's und C's haben, jeweils wie dieses n ist, dann hat dieses Wort z automatisch die Länge 3n und damit ist es immer länger als das n. Und jetzt ist mir auch egal, was für ein n das ist und ich kann mit diesem Wort hier den Beweis weiterführen. So, jedenfalls, wenn diese Bedingung erfüllt ist, also wenn das die Sprache Pumper ist, dann gibt es von diesem Wort z eine Aufteilung. Die heißt, das ist U, V, W, X, Y. Dabei soll gelten, dass Vx, also die beiden Teile, die danach gepumpt werden, Mensch, das Y sieht wieder nicht schön aus. Also Vx, die beiden Teile, die nachher gepumpt werden, die sollen größer gleich 1 sein. Das heißt, in mindestens einem davon muss mindestens ein Zeichen drin sein. Und wir haben einen Abschnitt Vwx, der kleiner gleich n sein soll. So, und dann soll gelten hierfür für alle i, das ist i ist hier so ein Index und Zähler, für alle i größer gleich 0 soll gelten, dass wenn wir diese Aufteilung gemacht haben und wir die v und die x-Anteile, wenn wir die wiederholen, wenn wir die gleichmäßig wiederholen, dann soll das auch in der Sprache sein. U, V, W, X, I, Y soll auch Element der Sprache sein. So, gucken wir uns das mal an. Ich habe gesagt, hier das Wort hier ist a hoch n, b hoch n, c hoch n.
Und wir haben hier einen Abschnitt VWX und der soll kleiner gleich n sein. So, gucken wir uns mal an, wo das liegen kann. Wir können den Fall haben, also es darf höchstens, dieser Teil hier darf höchstens so lang sein wie n. Und wir können halt zum Beispiel sagen, dieser Teil könnte liegen hier. Das könnte nur das a sein, weil die Anzahl der a ist ja schon die Länge, die Anzahl von n. Also könnte es ja sein, dass der VWX-Anteil hier in diesem, ja, nur in diesem a-Teil liegt und länger darf er nicht sein. So, das ist eine Möglichkeit. Ja, und wie sollte ich vielleicht noch erwähnen? Mit dem Pumping-Lemma müssen, um das Pumping-Lemma zu erfüllen, reicht es, wenn es eine Aufteilung gibt in dem Wort, sodass es pumpbar ist. Wir müssen also zeigen, dass es keine einzige Aufteilung gibt, sodass das Pumping-Lemma erfüllt ist. So, deswegen, ich gehe hier jetzt verschiedene Fälle durch. Es kann also sein, dass dieser VWX-Anteil, dass der nur in diesem A hier liegt. So, und was würde dann passieren? Dann würde ich ja in V oder in X, da würde ich irgendein A haben. Also ich muss ja mindestens ein Zeichen in beiden drin haben und ich würde mindestens einen davon in A haben. Aber wenn ich V oder X oder auch in beiden, wenn ich da ein A drin habe und das hier pumpe mit dieser Aufteilung, dann habe ich ja hier, weil ich den VWX hier, Moment, hier V und X, das sind die beiden Teile, die gepumpt werden sollen. So. Wenn ich also diese Aufteilung hier, wenn ich diese VWX-Aufteilung, die kleiner gleich n ist, wenn ich die nur in diesem a habe, dann habe ich die pumpbaren, dann habe ich mindestens ein a in v oder in x drin, weil andere Zeichen gibt es ja hier nicht. Und wenn ich die dann auch pumpe, dann habe ich eine Zahl von a, die größer ist als die Anzahl von b und c und damit liegt das Wort nicht in der Sprache. So, das ist also, ich kann das hier mal mitschreiben, hier ist der Fall irgendwie. Erster Fall, ja, wie schreibe ich das jetzt auf? Wäre zum Beispiel hier. VX nur A, also. Ah, nee, muss ein kleines A sein. So, das sind. Also, das, was ich eben hier gesagt habe, was ich jetzt nicht vollständig mit aufschreibe. Wenn ich kann also den Fall haben, dass ich in V und in X nur A drin habe, weil ich sage, hier mein, dieser VWX-Anteil liegt in diesem A-Teil. Ich kann aber auch das gleiche Problem haben, wenn ich sage, dass das Fenster nur bei B liegt, weil dann habe ich in V und in X irgendein B drin, was ich dann aufpumpe und was dann halt, und wodurch dann halt die Bs eine andere Anzahl haben als die As und die Cs. Oder wenn ich dieses Fenster hier nur in C reinlege, dieses Fenster hier, dann habe ich wieder das gleiche Problem. Also ich schreibe mal hier auf, nur A oder B oder C, also das, was ich eben sagte, entweder die enthalten nur A oder nur B oder nur C. So, und den nächsten Fall, den ich haben kann, ist halt, wenn ich sage, ich habe das Fenster. Ich kann ja sagen, ich habe hier irgendwie die Hälfte von dem A drin und die Hälfte von dem B. Dann kann ich vielleicht sagen, ich habe in V ein A drin und ich habe in X vielleicht Bs drin. Und dann kann ich Vs und also dann kann ich As und Bs gleichmäßig aufpumpen, hier mit dem Pumping-Lemma. Aber dann habe ich wieder mehr As und Bs als dieses Cs. Und wenn ich hier das Fenster bei B und C hinlege, dann habe ich das gleiche Problem. Also hier Vx enthalten A und B oder enthalten B und C. So, und ich habe also keine Möglichkeit. Also ich habe jetzt hier dieses Wort so gewählt, dass das Fenster nicht über alle drei Zeichen hinausragen kann. Es gibt auch, ich könnte auch einen Beweis so führen, dass es halt, dass alle drei dann Zeichen da drin möglich sind. Aber ich kann halt, ja, das ist hier das eine Problem. Wenn ich hier nur ein oder nur zwei Zeichen drin habe, dann kann ich nur die beiden pumpen und dann habe ich, dann erhalte ich ein Wort, was nicht in der Sprache ist. Und selbst wenn ich alle drei Zeichentypen hier in dieser Aufteilung drin haben könnte, dann könnte ich hier doch mit dem Pumping-Lemma nur zwei Zeichen davon jeweils aufpumpen. Und deswegen ist es mir nicht möglich, irgendeine Aufteilung zu finden, dass das
Wort pumpbar ist und das Ergebnis in der Sprache bleibt. Und damit kann die Sprache nicht kontextfrei sein. Und ja, weil sie nicht pumpbar ist, sagt das denn hier oben aus, dass sie dann auch nicht kontextfrei sein kann.